Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Kurz gezeigt und lang gespielt. Das ist ein neues Projekt, das ich mir überlegt habe, eine neue Videospielreihe. Und ich bin drauf gekommen, dass ich jetzt kürzlich in Steam immer wieder mir Spiele angeschaut habe, die mir vorgeschlagen wurden. Und vom Trailer bin ich nicht wirklich schlau geworden, was das eigentlich für ein Spiel ist. Und von dem her dachte ich mir, ich gucke mir YouTube-Videos dazu an. Ja, da bevorzuge ich natürlich die, die relativ klein und kompakt sind. Zum Beispiel vom Tom, den Notizblock Kompakt. Den kann ich nur ans Herz legen. Und finde das ganz cool, um mich über Spiele zu informieren. Und dachte, das mache ich auch. Ich zeige euch mittels Kurz gezeigt die Spiele. So eine kleine Zusammenfassung. Was ist das für ein Spiel? Worum geht's? Wie sieht das aus? Nur mal so ein kleiner Appetithappen quasi. Und für alle zur Information, was das halt für ein Spiel ist. Ja, und dann gibt es noch lang gespielt. Da spiele ich dann etwas länger eine Version. Ich denke mal so eine Stunde, eineinhalb Stunden. Schaue ich mir dann ein Spiel genauer an, was da alles drin vorkommt. Und jeder, der quasi von Kurz gezeigt gehypt ist, für den ist dann lang gespielt gedacht, dass ich der dann wirklich ein längeres Bild davon machen kann. Ja, und die nächste Stufe wäre dann ein Let's Play eventuell, aber da bin ich dann natürlich auf eure Kommentare auch zum Teil angewiesen. Ob euch das Spiel gefällt, lasst mich das gerne wissen. Und zusätzlich natürlich, ob es mir Spaß macht und ob ich das Spiel gerne wirklich dann auch als Let's Play fortführen möchte. Bei manchen Spielen bietet es sich an, bei anderen wieder weniger. Also das dann gerne in die Kommentare. Und was schauen wir uns heute an? Es ist Dead Age. Das gibt es im Moment um 15 Euro bei Steam. Aber der Summer Sale kommt ja bald. Publisher ist Head Up Games. Und ich habe Reviews gelesen, dass es so ähnlich sein soll wie Final Fantasy mit Zombies. Naja, bisschen weit hergeholt. Aber es hat schon Anleihen an Final Fantasy, kann man schon sagen. Rundentaktik vom Kampfsystem her. Bisschen, aber sehr marginal. Das letzte Content Update war im Mai 2017, die Version 1.6. Da sind dann auch noch Sprachen hinzugefügt worden. Davor war es im Februar, das heißt in etwa gerade so, und davor glaube ich war es Dezember. Das heißt alle 3 Monate in etwa gab es jetzt Updates. Also ganz nett, sie entwickeln das Spiel noch ein bisschen weiter. Es erinnert mich an Dead State, nicht nur wegen dem Namen. Es hat erinnert mich mehr an Dead State als an Final Fantasy. Aber das werden wir uns ja gleich genauer anschauen. Wir starten mal ein Spiel. Ich habe schon mal reingeschaut. In den Spielstand werden wir uns dann auch nochmal begeben. Damit ihr quasi seht, wie es da ein bisschen weiter fortgeschritten im Spiel ist. Legen wir mal Profil 2 an. Und da ist es ganz interessant. Jedes Mal, wenn man stirbt in Dead Age, dann und man erreicht Sachen vorher, dann kann man sich quasi upgraden. Denn jetzt im Moment startet man hier nur mit dem Studenten. Der hat keinerlei besondere Perks oder Bonuses. Soldat, Sanitäter, Bodyguard und Techniker muss man sich erst freischalten mittels dieser Upgrades hier. Aber wir haben keine Medaillen verdient, weil wir auf diesen Slot hier auch noch nicht gespielt haben. Dazu müsste ich dann meinen Hauptslot quasi sterben lassen, damit ich euch das zeigen kann. Und so kann man sich dann diese anderen Klassen hier freischalten. Gut, wir schauen uns mal Student an. Casual-Modus habe ich im Spiel angewählt, weil der ja leichter ist. Ich würde auch sagen, wir starten mit Casual-Modus, weil zum Herzeigen reicht das. Tag 1. Das ist unser Spielmenü. Ist ein bisschen schlicht gehalten. Die Musik ist ein bisschen laut. Wir lernen nach und nach die Kompanions kennen.
Und was da ganz interessant ist, ich glaube, die Trish ist jedes Mal von Beginn an, was ich jetzt bisher gesehen habe, ich habe es, glaube ich, 3 oder 4 Mal neu gestartet und die Trish war immer. Ansonsten ist es aber ganz interessant, das Konzept, dass es immer unterschiedlich ist, wer denn noch so dabei ist und wer noch so auftaucht, gerade am Anfang. Später dann kennt man die Charaktere schon, also manche kommen halt an Tag 1, sage ich mal, und andere kommen dann an Tag 4 oder Tag 8 oder so. Also das kann variieren, ich glaube, die Leute sind oft schon dieselben. Aber die können auch sterben, wenn man zum Beispiel sich weigert, sie zu treffen oder was auch immer. Im Moment kriegen wir gerade einen Haufen Missionen. Ich gehe jetzt auf die Texte auch nicht genau ein, das wäre dann wirklich eher schon in Richtung Let's Play. Aber es ist ganz cool, die deutsche Übersetzung ist drinnen. Das heißt, man kann ja auch ganz gechillt mitlesen. Man hat jetzt quasi 2 Missionen. Ein böser Ex-Freund treffe Jennifer und Trish allein auf dem Campgelände, also hier. Und stelle eine Waffe her. Eine Uzi, auch das ist immer unterschiedlich, man muss immer eine herstellen, aber mal ist es eine Schrotflinte, mal eine Uzi. Optionen. Effektlautstärke, ja, bitte, bitte. Effektlautstärke, das muss nicht so hoch sein. Das ist sehr nervtötend. Gute Herausforderungen. Das ist quasi das, wofür es da Medaillen gibt. Und mit den Medaillen schaltet man sich dann in dem Hauptbildschirm, was ich euch gezeigt habe, die neuen Klassen frei. Da haben wir dabei noch nichts. Wir müssen erst Cheerleader Gegner bekämpfen. Klingt ganz witzig. Ist es eigentlich auch. Cowboys, gebissene Passanten etc. und verdienen uns dann dafür Medaillen. Dann gibt es noch einen Händler, der Sachen verkauft, aber im Moment haben wir noch nicht wirklich viel Kohle und brauchen auch noch keine Sachen unbedingt. Und dann gibt es hier noch die Jobs. Ein bisschen friemelig, würde ich fast sagen, das Inventar. Verschiedene Jobs: Schmied, Arzt, Jäger, Wächter, Büchsenmacher und Ausrüster, wobei dieser Büchsenmacher auch eigentlich für normale, für Nahkampfwaffen zuständig ist und immer ein bisschen ungünstig ausgedrückt. Und dann gibt es noch die Bar, was im Grunde ja nichts anderes ist, als wenn man da auf die Jobs klickt. Man kann sich hier einfach seine Gruppenmitglieder durchswitchen. Im Moment sind wir alleine. Ich kann mir noch die Ausrüstung anschauen. Ich habe keine Nahkampfwaffe, na dann rüste ich mir mal den Knüppel aus. Hemd habe ich dabei auch keins, dann kommt das Hemd hier dazu. Und eine Waffe fehlt mir auch noch, dann rüsten wir uns die aus. Und zusätzlich auch eine Munition, dass wir auch schießen können. Das zweite Hemd können wir dann irgendjemandem vergeben, der es dann braucht. Skills habe ich noch, gerade noch gesehen. Da kann man sich jetzt überlegen, wo man die 14 investiert, in Job oder in Kampf. Es macht am meisten Sinn, sich wie eigentlich auch bei Dead State abzusprechen quasi mit seinen Kameraden. Sprich, wenn jetzt ein Kamerad guter Sanitäter ist, dann kann man sich zum Beispiel auf was anderes spezialisieren. Ich würde fast Sanitäter am Anfang bevorzugen, aber ich weiß, dass noch ein Sanitäter im Spiel ist. Und ich weiß, dass die Munition sehr knapp ist. Ich gehe mal auf Nahkampf. Übernehme das mal. Bei der Jobskiss packe ich gerne überall was rein. Es wird dann auch immer teurer, je weiter man rauf geht. Also jetzt hat es 1 gekostet und da kostet es dann schon 2 über Survival. Erhöht die Chance, erhöht den Job-Level des Wächters und verbessert damit die Abwehr von Einbruch und Angriff der Plünderer, Punks und Untote. Erhöht die Chance bei Schlössern knacken, Events erfolgreich zu sein. Erhöht die Chance bei Jäger-Events erfolgreich zu sein. Okay.
Okay. Ja, das sind eigentlich ganz nützliche Sachen. Survival und Wachsamkeit. Beides eigentlich. Weil es passiert immer wieder, dass es zu solchen Events kommt wie Schlösser knacken oder eben jagen. Und wir sind der Hauptcharakter, wir sind immer dabei. Macht vielleicht kein schlechtes Bild, wenn wir uns da auskennen. Zusätzlich, wie gesagt, Munition ist rar und da ist die Nahkampfwaffe dann eigentlich immer ein guter Begleiter, ein guter Unterstützer. Treffe Jennifer und Trish allein auf dem Campgelände. Dann machen wir das mal. Schauen wir mal zum Camp. Wir reisen hin. Und sobald wir quasi auf der Weltkarte reisen, gibt es auch die Möglichkeit, dass es zu einem Kampf kommt. Da gibt es Zombies und es gibt andere überlebende Gruppen. Die werden als Punks bezeichnet. Na gut, die wollen die Trish scheinbar haben. Und wir lassen das nicht zu. Wir stellen uns da dagegen. Haben jetzt die Möglichkeit, hier unten auszuwählen unsere Aktionen. Nahkampf und dann eben dementsprechend, wie gut wir halt schon im Nahkampf sind, haben wir dann hier verschiedene weitere Fähigkeiten. Genauso wie viele Aktionspunkte wir haben. Da haben wir zum Beispiel zu wenig Aktionspunkte. Von dem her können wir keine brennende Salve gerade schießen. Dieses Geräuschsystem von Dead State ist übrigens nicht drinnen. Also wir können mit unserer Waffe mega viel Schaden machen und das lockt keine zusätzlichen Zombies an. Sanitäter, erste Hilfe. Trish ist in dem Fall scheinbar der Doktor. Das war beim letzten Mal auch anders. Da war es eine andere. Ja, und beim Boxer kommt man jederzeit ins Menü. Auch das ist ein bisschen anders zu Dead State zum Beispiel, wo man ja sich vor dem Kampf ausrüsten muss oder wo es Ability Points kostet, sich den Rucksack anzuschauen. Also ein bisschen easier ist es hier in dem Fall. Wir haben da oben dann die Gegner. Punk-Attentäter zum Beispiel. Gut beschrieben, was der für Fähigkeiten hat. Was ich immer gucke, ist das Symbol hier unten. Immunität ist K.O. gegen ist immun gegen K.O. und Betäubungsangriffe. Da haben wir im Moment eh keinen. Ich glaube eher deinen. Und das ist unsere Gruppe. Mit allerlei Infos bezüglich Nahkampfschaden, Reflexe etc. Und sie hat einen super Nahkampfschaden. Da würde ich sagen, macht sie auch gleich mal den Anfang. Der Punk-Attentäter hat 110 Lebenspunkte. Dann können wir den gleich angreifen. Ich schaue gerade, nee, da kann man nicht direkt draufklicken. Nee, da muss man sich anschauen, wo der rote Kreis ist. Und den dann anwählen. Bisschen wenig Schaden gemacht. Und jetzt ist unser Hauptcharakter dran, der Valborik. Der hat jetzt Durchbrechen. Und Durchbrechen schadet ein bisschen mehr. Und die Gegnerverteidigung wird quasi sehr minimiert. Macht auch ein bisschen weniger Schaden als ein normaler Angriff. Aber eben davor hat der da oben jetzt... No, kriegen wir es. Gesenkte Verteidigung, sättige Verteidigung um 75%. Und das ist schon mal sehr nice. Und die Jennifer hat einen 50er Nahkampfschaden. Und sie hat auch eine Schrotflinte, zeige ich euch die auch noch. Gibt entweder einen Einzelangriff auf eine Person oder einen Streuschuss auf alle Feinde. Ganz schöner Rückstoß, das Ding. Der Anfang ist auch wirklich immer unterschiedlich. Also mir ist es schon passiert, dass ich alleine gekämpft habe gegen drei Leute. Und dann eben genauso gut, dass man quasi gleich im ersten Bildschirm zu dritt kämpft gegen zwei oder gegen einen. Also auch das ist immer unterschiedlich.
ganz nett, dass es nicht immer hundertprozentig gleich ist. So, dann werde ich die Punkkriegerin hier auch noch durchbrechen. Quasi ihre Abwehr hier senken. Hat leider in dem Fall nicht funktioniert. Diese... Ja, die ist stärker. Immune sind nicht dagegen. Aber sie hat halt ein bisschen mehr aus. So, 6 Lebenspunkte noch. Jetzt geht sie down. Und jetzt sollte... Ja, jetzt kommen noch 2 Wellen. Und dann sollte ein bisschen Story wieder dabei sein. Und da gehe ich den an, der am wenigsten Lebenspunkte hat. Es ist das erste Mal, dass ich gleich gegen Punks kämpfe. Die sind ein bisschen stärker, nämlich als Zombies. Oft ist so der erste klassische Kampf, dass man irgendwelche Streuner besiegt. Und da unten, ja, es wird angezeigt, gab es gerade ein Achievement. Und mit den Achievements einher geht auch immer, dass man dann... Belohnungen bekommt für den nächsten Playthrough quasi und dann eben die anderen Klassen freischalten kann. Jennifer liegt am Boden. Trish hat scheinbar einen Angriff abbekommen, der ihre Reflexe stark gesenkt hat. Ja, und sie kann im Moment nichts machen. Für eine Runde bewusstlos und kann nicht aktiv in den Kampf eingreifen. Sehr fiese Sache. Dann schieße ich ihn einfach tot. Da steht sie wieder auf. So, sie lernen sich gerade kennen. Geht scheinbar um den Ex-Freund von der Jennifer, den wir gerade suchen. Munition ist rar, aber bei so Punks kann man mal ein bisschen rumballern. Und das letzte bisschen noch. Das letzte bisschen dauert noch, lässt noch auf sich wünschen. Übrig 72 Schaden. Nice, das war natürlich gut. Hoffen, dass man die Verteidigung senken kann. Ja, das hat geklappt. Und dann mit der Schrotze einmal reinschießen. Die blockt ganz gut. Aber jetzt keine Chance mehr. Man gewinnt Erfahrung nach den Kämpfen. Und wenn man dann das Level hier voll hat, dann kann man hier die Skills vergeben. Wir bekommen eine Gewehrmunition. Können wir entweder wegwerfen oder nehmen. Aber fürs Wegwerfen habe ich bisher noch keinen Sinn entdeckt. Weiß nicht, ob irgendwo das Inventar überfüllt sein kann. Aber das hätte ich noch nicht erlebt. Tja. Bisschen Story hier nebenbei. Jennifer kennt scheinbar die Punks. Warnt uns vor den Punks. Und es gab gerade Level Up und wieder ein Achievement. Der Tag ist quasi vorbei. Wir haben... sobald wir das Camp verlassen, nämlich fängt der Tag an und wenn wir zurückkehren, ist der Tag dann vorbei. In dem Fall waren wir erfolgreich und haben die beiden Mädels zurückgeholt. Jeder verbraucht Nahrung, eine Nahrung pro Tag. Das heißt, wir haben ja, 3 Nahrung in dem Fall verbraucht, weil wir auch nichts gesammelt haben. Und jedes Mal am Tag anfangen ist ja wie in Dead State auch. Dann die Events, die dann starten und wo man dann in dem Fall angesprochen wird und meistens irgendwelche Aufträge bekommt, die man dann am Tag abschließen muss. Sie ist eine Polizistin, Jennifer, das klingt schon mal sehr gut, eine taffe Frau.
Aber der hat sich einfach nur mal vorgestellt. Der Sheriff, der steht immer draußen rum. Den kann man leider nicht steuern am Anfang. Ich weiß nicht, ob der später noch kommt. Der erklärt immer, wie sicher das Camp ist. Und gibt auch manchmal Aufträge. Manchmal ist er dabei in Missionen, aber man kann ihn eben nicht selber in der Bar quasi ansprechen und mitnehmen. Und der ist richtig stark. Hätte ich schon ganz gerne. So, wir haben jetzt Jennifer und Valvorik als Gruppenmitglieder. Schauen wir uns mal ganz kurz die Dingens an. Wir haben hier nur die eine Quest hier. Okay, na gut, dann können wir das noch vernachlässigen. Oh, die Trish ist gut in der Schrotflinte. Sie hat Wachsamkeit, Medizin, Handwerk. Kriegt sie den Survival-Punkt auch noch. Der eine schadet nichts. Schrotflinte noch verbessern. Und Nahkampf kann auch nie schaden. Eben gerade da die Munition gerne mal alle geht. Wachsamkeit, Survival. Da stecke ich noch Punkte rein. Und später dann würde ich mich auf Nahkampf spezialisieren. Was sagt das Inventar? Da gibt es Munition, ist aber hauptsächlich für die Uzi, wenn mich jetzt nichts täuscht. Da kann man herumswitchen zwischen den einzelnen. Braucht aber im Moment keiner eine Uzi, wenn keiner eine derartige Waffe hat. In der Bar können wir noch quatschen mit der Trish. Aber das ist im Grunde nur so ein bisschen Smalltalk. Was genau machst du hier? Tralen für die Waffe. Lassen sich durch Zombies fallen, durch Überlebende. Ja. Vielen Dank für die Hilfe. Ja, der Charakter, so die Vorgeschichte, die man erfährt, ist, dass seine Schwester gestorben ist oder infiziert wurde und gestorben ist. Das spielt man in dem Prolog. Man sucht sie und kann dann aber nichts mehr für sie machen. Sie wurde infiziert und kam jede Hilfe quasi zu spät. Und die Story erzählt auch jeden, den er trifft. Also muss man nicht unbedingt mit dem Prolog spielen, um das so früher oder später oder sehr früh eigentlich herauszufinden, dass das halt so seine Hauptmotivation ist, um zu tun, was er tut. Wir haben hier die verschiedenen Gebiete, die wir betreten können. Wir haben im Moment keine Quest, die uns sagt, wir sollen in ein bestimmtes Gebiet gehen. Ich schaue mir nochmal ganz kurz an, wer jetzt in meiner Gruppe dabei ist. Man kann nämlich jeden zuweisen, ob er im Camp bleiben soll oder ob er in der Gruppe ist. In dem Fall sind beide in der Gruppe, sind auch... Weil die Alternative wäre, dass sie Jobs ausüben, zum Beispiel Nahrung sammeln. Das kann man aber auch beim Jagen oder beim Kämpfen. Und immer würde ich einfach mal sagen, wir gehen mal kämpfen. Wir sind gut dabei, volle Gesundheit, zu zweit leider nur. Drei ist gleich das Maximum, was man haben kann. Aber ein Dritter wäre natürlich nicht schlecht. Egal, wir suchen uns mal irgendwas raus, wo wir kämpfen können. Ich glaube, dass der Highway tagsüber eine gute Alternative ist. Und vielleicht finden wir ein paar Waffenteile. Und dann können wir uns auch mal den Zombie-Kampf anschauen. Ja, und sobald ich hier auf Reisen klicke, wie gesagt, fängt der Tag an. Und da haben wir jetzt schon richtige Zombies. So soll es sein.
angeschlagener Streuner und ein gebissener Passant. Horde, Stärkebonus von 25 durch jeden weiteren Verbündeten. Und der ist immun gegen K.O. und Betäubungsangriffe. Gut, ich würde sagen, wir kämpfen mal gegen den gebissenen Passanten. Meistens macht es Sinn, die Leute zu eliminieren, die weniger Lebenspunkte haben. Einfach, ne, weil die dann halt nicht angreifen können, schon mal down sind. Aber es macht auch oft Sinn, auf die Skills zu schauen, die sie haben. Wenn jetzt zum Beispiel einer dabei ist, der andere Streuner anlocken kann, dann macht es Sinn, den zuerst zu killen. Also sonst hat man es irgendwann mit einer Übermacht an Streunern zu tun. Und das muss ja auch nicht sein. Da geht er down. Wir bekommen Materialien. Und jedes von diesen Gebieten, das wir uns gerade angeschaut haben, besteht aus 20 Abschnitten. Wir haben gerade den ersten Abschnitt geschafft und die Gegner werden auch immer stärker. Je weiter höher man kommt. Die kann man aber immer wieder machen, also es ist dann nicht so, dass wenn man 1 auf 20 hat, dass man dann da nicht mehr zurückkommt. Ja, einen Polizeiwagen, den kann man natürlich auslooten oder weitergehen. Wenn man jetzt durchsuchen, bekommen wir hier Waffenteile in dem Fall. Ist immer variabel und manchmal wird dann eben auch sowas abgefragt wie Suchen-Skill. Und da haben wir uns ja mittels der Jobs ausgerüstet. Plündern-Skill zum Beispiel, Schlösser knacken oder eben dann die Jäger-Events. Das kann dann der Charakter ganz gut machen, weil der da jetzt eben schon ein bisschen aufgelevelt hat. Und dann gehen wir wieder zurück in den Kampf. Schauen uns Gebiet 2 von 20 an. Haben sie jetzt mit einem gebissenen Passant und einer untoten Krankenschwester zu tun. Und ja, in dem Spiel wimmelt es vor Krankenschwestern, kann man fast sagen. Ah, die trifft man eigentlich immer wieder. Die übergeben sich ganz gerne mal, von dem her mache ich die gerne zuerst platt. Dass die uns nicht mittels ihrem Übergeben infizieren können. Und am Anfang sind es wirklich noch einfache Gegner. Da glaubt man, es ist ein Eierschaukeln, aber sehr schnell passiert es dann, dass man dann gegen Level 8 Gegner kämpft oder gegen Bosse. Und die Bosse hauen schon richtig rein, muss man schon sagen. Zombie-Cheerleader, das sind so meine Lieblingsgegner. Das Gegnerdesign ist einfach sehr witzig. Ich finde auch die Umgebung hier ganz nett gestaltet. Also man sieht hier das Polizeiauto, was da quasi einen Unfall hatte. Da gibt es einen kleinen Stau, man kommt nicht weiter. Langsam hat die Infektion um sich geschlagen. Das Pärchen war hier gerade unterwegs und ist leider gebissen worden. Und jetzt eilen sie herum als Passant und Cheerleader. Im Hintergrund auch noch andere Zombies. Gegen die kämpft man aber nicht, also die sind quasi nur hübsches Beiwerk. Man selber kämpft da vorne, da auch überall abgenagte Zombies und Blut und Unfälle. Das sieht auch sehr ungesund aus, die Haltung von ihm. Ja, also da geht so richtig den Bach runter. Aber man findet auch immer wieder Überlebende. Also es ist nicht ganz so aussichtslos wie, ich sag mal, in Project Zomboid, wo man der einzige Überlebende ist und seinen Tod nachspielt. Herausforderung erfüllt, das ist nice. So, und wir und die Cheerleaderin, wir machen uns jetzt einen schönen Abend. Faul das Erbrechen, ja. Die macht das auch ganz gerne mit dem Erbrechen. Schauen wir uns mal an, was das genau ist. Stark gesenkte Intelligenz und Resistenz. Das heißt, wenn sie angegriffen wird, dann aber so richtig. Und weil ich euch vorher gesagt habe, es ist ein bisschen wie Final Fantasy oder das oft schon gelesen habe,
Die Kampfbereitschaft, das ist, erinnert mich so richtig an Final Fantasy. Sie können sich kampfbereiter machen, um, warte, ich lese es nochmal vor. Wenn das jetzt nochmal kommt. Erhöht die physische Resistenz bei sich selbst um 50% für 2 Runden und erzeugt einen zusätzlichen Aktionspunkt. Ja, mit dem zusätzlichen Aktionspunkt kann man dann eben zusätzliche Fähigkeiten freischalten. Zeige ich euch beim nächsten Kampf, weil die sollte eigentlich kein großes Thema sein. Da ist sie auch schon down. Wir finden Waffenteile. Und ein Polizeiwagen, der droht runterzufallen. Jetzt kann man den Polizeiwagen stoppen, also sich quasi dafür einsetzen, dass der nicht runterfällt. Und da ist jetzt die Stärke wichtig. Dann nehmen wir zu 57% erfolgreich. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Ja, hat es geschafft, den Fall zu verhindern. Und wir finden Patronenhülsen im Kofferraum. Sehr geil. Nächstes Gebiet. In dem Fall nur ein Zombie. Das ist ganz gechillt. Da können wir uns mal die... da können wir mal durchbrechen. Sehen nämlich gerade, der hat doch gar keine Sanitäter. Muss der noch lernen. Bei ihr bringt die Kampf... Na, machen wir es mal. Ich zeige es euch einfach mal. Die Kampfbereitschaft, auch wenn es noch nichts bringt. Da macht sie sich quasi ready, um den dann einzuschenken. Jetzt hat sie 3 Ability Points und könnte dann da mehr Fähigkeiten auswählen, wenn sie denn welche hätte. Wir finden Kleidungsstücke und ein LKW. Den durchsuchen wir gerne. Diesmal brauchen wir gar nichts knacken, sehr praktisch. Diesmal kriegen wir die Teile gleich so. Jetzt ist aber, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um einmal den Spielstand zu wechseln und um euch einmal zu zeigen, wie es denn so aussieht, wenn man schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist im Spiel, wenn man dann schon mehr Leute hat und mehr Quests hat. Also würde ich sagen, wechsle ich da mal ins Hauptmenü. Oder noch anders, wir kehren mal zurück. Machen wir vielleicht noch das 5. Gebiet, genau. Das noch als Abschluss. Die Krankenschwester und den Streuner. Schieß mal wieder ein bisschen fast down. Dann geht's jetzt down. Der Streuner spuckt also auch so. Hat aber in dem Fall keinen zusätzlichen Nebeneffekt. Ihm haben wir jetzt mal die Rüstung runtergeprügelt. Und jetzt machen die Angriffe auch mehr Schaden. 4 noch. Kriegt 10. Sehr gut. Wir nehmen die Kleidungsstücke. Und kehren zurück. Wirklich den Ort verlassen. Kostet einen Tag. Ja. Aber es gibt nämlich ein Autospeichern, wenn wir zurückkommen. Ja, und am nächsten Tag gibt es dann auch immer mehr Herausforderungen und Missionen. In dem Fall macht Sinn, durchaus auf eine Mission zu warten und dann zu wissen, in welches Gebiet man als nächstes vordringt. Der Durchreise bietet gegen 3 Rationen eine Trainingssession an, weil der aktuelle Partymitglied bei dem ein aktuelles Partymitglied einen Level aufsteigen kann. Verfügbare Rationen 1. Okay, na ja gut, dann müssen wir den ablehnen, den Vorschlag. Dann klappt das leider nicht. Ganz cool. Immer wieder diese unterschiedlichen Missionen. Auch das ist nicht immer gleich. Müssen wir leider ablehnen. Wir heilen uns jeden Tag. Der Sheriff, ja, der kommt auch immer wieder, wenn man keine Nahrung kann. Ein
Händler eine nächste Quest. Der möchte immer wieder was anderes haben. In dem Fall möchte er Flipflops haben. Und Flipflops stellt man her bei... Oh, jetzt war's falsch. Beim Ausrüster. In dem Fall haben wir sogar alles. Dann zeige ich euch das auch noch. Dann craften wir uns schnell die Flipflops. Ist ein Tag sofort beendet. Soll der Job ausgeführt werden? Ja, weil ich zeige euch das ja nochmal ganz, ganz kurz. Crafting Anfänger. Genau, bla bla. Nahrung. Zwei Rationen, aber wir haben keine. Also müssen wir das leider ablehnen. Wir regenerieren. Ja, wir haben nicht genug Nahrung. Ich weiß. Dankeschön. Dann schauen wir in die Bar. Reden mit dem Händler. So, das wäre jetzt dann anschließend. Verkaufst du mir den Gegenstand im Shop? Na, okay. Gut. Dann klicken wir auf den Shop. Naja, dann klicke ich auf die Ausrüstung. Wähle die Flipflops und sag verkaufen. Ja, möchte ich verkaufen. Gutes Geschäft. Quest erfolgreich. Wir bekommen 4 Werkzeuge und mit den Werkzeugen können wir uns dann wieder weitere Sachen craften. Zusätzlich gab es ein Level-Up für das Erreichte. Und dann können wir natürlich sagen, wir gehen jetzt mal in Richtung erst noch Sanitäter. Das nehmen wir uns noch mit, die Kampfbereitschaft. Ist nämlich wirklich ganz praktisch, Ability Points zu kriegen. Beim Techniker, da kann man Molotov-Cocktail schmeißen, das ist auch praktisch. Und ansonsten Richtung Nahkampf mal uns vorbewegen. Also die nehme ich immer ganz gern mit am Anfang, weil die kosten wirklich nur den einen Ability Point und sind echt ganz praktisch, die Fähigkeiten. Bei ihr gab es kein Level Up. So, gut, dann schauen wir mal ins Hauptmenü. Na, willst du wirklich das Spiel beenden? Alle Fortschritte gehen seit dem letzten Tagesanbruch verloren. Ja, also es hat gar keine Speicherfunktion oder keine direkte, sondern nur, wenn man das Spiel... Ja, ne? Beendet. Tag 4, Tag 10, wenn ich jetzt auf Profil 3 gehe, bin ich mal gespannt... Sind die Sachen immer noch unlocked und bei den Upgrades steht, dass man 0 Medaillen hat. Da muss man wirklich sterben dafür, um die Upgrades freizuschalten. Interessant, interessant, ja, ja, bla bla. Familie, oh ja, mhm. Muss man das quasi hier nochmal durchleben. Alles, was da jetzt an Sachen gekommen ist. Medaillen. Sehe ich hier irgendwo, wie viele Medaillen? Kampfherausforderung 37 verfügbar. Ich sehe aber nicht, wie viele Medaillen ich jetzt geholt habe. Nicht, dass ich wüsste. Na gut. Na gut, na gut. Also müsst mal drauf gehen, um das herzuzeigen. Vielleicht schaffen wir das eh mit dem Spielstand. Vielleicht gehen wir mal drauf. Kann durchaus an. Tag 10.
8 Nahrung schon verbraucht. Boah. Krass. 8 Nahrung. Ja, wir haben hier eine Lydia kennengelernt. Die hat eine Meise, weil die hat auch einen Freund bei sich, oder wir haben den Freund für sie suchen müssen. Oder haben ihr mehr oder weniger eingeredet, ihren Freund zu suchen. Sie war da ein bisschen, ja, sie wusste das nicht so recht. Also, ja, ein bisschen komische Story. Die haben wohl Streit und sie sucht sich gerade einen neuen, aber konnte ihn dann auch nicht sterben lassen. Ja, und jetzt möchte sie uns näher kommen, aber der andere ist halt auch da. Ich habe beim letzten Mal gesagt, keine Chance. Dann probiere ich es mal mit doch. Ich erwidere es. War nur gestern etwas nervös. Ja, ist die Frage, ob die Entscheidung die richtige war. Das stimmt. Denn eventuell ist dann der andere angepisst und es kommt zum Kampf. Schwer beschädigter Funkturm. Viele Materialien und Werkzeuge. Maximal 5 Tage für die Quest. Erleichtert stellst du fest, dass du genügend Ressourcen hast. Ich werde mich am nächsten Tag bei dir melden. Gut. Wenn wir den Tag überleben, gut. Bah, wir haben 53 Nahrung. Ja, und da sehen wir schon, wir haben ein bisschen mehr Survivor. Können maximal 3 in der Gruppe haben und die anderen haben eben dann auch meistens andere Jobs. Die sind dann auch oft sehr down vom Leben her. Und da müssen sie eh regenerieren. Das ist dann am besten, wenn sie dann quasi zu Hause bleiben. Bei dem Hank zum Beispiel, das Leben ist schon ziemlich mies bei ihm. Ich würde ihn nochmal im Camp eher lassen. Bei ihr geht's eigentlich. Bill möchte ich in die Party holen. Der hat sich gut regeneriert. Das sieht ganz gut aus. Und den anderen geben wir dann irgendeinen anderen Job. Was kann denn der Jamal eigentlich so? Das finde ich hier jetzt wieder nicht. Na gut. Jamal, gut im Survival. Und die Liz in der Medizin. Survivor und Medizin. Okay. Dann guck dir mal die Jobs an. Erforderlich Survivor. Dann kann Jamal. Da ist auf Level 2 hier überall. Entweder jagen oder sich was schmieden. Munition beispielsweise. Kleidungsaufrüstkit. Verbessert ein Kleidungsstück. Aha, aha. Okay. Oder er jagt eben für ein bisschen Nahrung. Kann ich euch das ja mal hier zeigen, wie das so läuft. 7 bis 9 Nahrung wird er kriegen. Und wenn das jetzt wer anderer macht, seht ihr schon 5 bis 7, weil sie nicht die nötigen Fähigkeiten dafür hat. Aber sie kann noch aufsteigen. Sanitäter kann kurieren, entfernt alle Vergiftungen, Verwundungen und sonstige Debuffs. Zusätzlich zu den Waffen nutzbar, heilt oder bufft Begleiter. Ja, da ist man fast. Achso, geht nicht. Geht nicht, die hat keine Skills mehr zur Verfügung. Okay. Ja, später wird es ein bisschen mehr Mikromanagement. Ihr habt es gesehen, am Anfang geht das recht schnell. Und später, da muss man sich wirklich überlegen, wer denn auf was jetzt genau geht. Wir haben da neu den Hank dazu bekommen, der auch auf Nahkampf ist. Bill
habe ich dann auch in Richtung Nahkampf getrimmt, weil wir am Anfang keine anderen hatten. Und ja, dann kann man sich überlegen, wie viel Nahkämpfer man da braucht. Es gibt auch verschiedene Pistole, Schrotflinte, Sturmgewehr, verschiedene Herangehensweisen. Dann gab es die Liz zum Beispiel, die hat uns angesprochen, dass wir unbedingt für sie eine Fernkampfwaffe holen sollen aus dem Wald. Sind dafür durch den ganzen Wald durchgelatscht. Also man sieht es wahrscheinlich hier, genau, Wald tagsüber, erreicht das Gebiet 20. Das heißt, wir haben den Boss da drinnen besiegt in diesem Wald. Und als Belohnung hat sie gesagt, ja, sie sucht eine Waffe, eine super starke Waffe, die ausgemaxte Waffe. Und sie möchte die haben, sie möchte die unbedingt haben. Und das ist ihr ganz wichtig. Ja, die macht auch super Hammer Schaden. Kann man nicht anders sagen. Aber ihre Skills lassen zu wünschen übrig. Und da kann man sich dann natürlich auch entscheiden. Lasst man ihr die Waffe? Nimmt die dann vielleicht ein anderer, der schon mehr die Skills dafür hat? Oder aber sagt man, gut, du wolltest das so, dann kriegst du das auch. Dann behaltest halt du die Waffe. Und dann muss halt die Liz in Zukunft schauen, dass sie den Waffenschaden noch verbessert, dass sie dann auch dementsprechend mehr Schaden macht. Sturmgewehr dann noch ein bisschen ausmaxen in dem Fall. Gut, also wen hat man sonst noch? Den Jamal. Der ist auch so ein klassischer Sturmgewehrtyp bisher. Die Waffe macht auch ganz guten Schaden. Ach so, das ist ihre Waffe, das wird noch falsch angezeigt. Sollte eigentlich dann seine Waffe angezeigt werden. Ja, im Moment die Schrotflinte, weil wir keine Munition mehr hatten. Da geht uns die Munition auch schon aus. Das heißt, Jamal... da gehe ich in Richtung Survivor. Ja. Genau. Da erhöhen wir Sanitäter. Ansonsten, Bill hatte noch Fähigkeiten. Bill ist doch eine ganz coole Nahkampfsau. Erhöhen wir ihm das auch noch. Da hat er nämlich noch nicht so die Fähigkeiten. Und dann schauen wir uns noch die Jobs an, die Leute machen. Der hat den Job. Die beiden sind okay. Ohne quasi was auszuführen. Level 1, 1, 1. Aber erforderlich Survival. Erforderlich Survival. Munition wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht. Im Moment ist die zwar zu unfähig für Munition so richtig zu machen. Ich schau mal, für was wir so Waffenteile haben. Eine Uzi könnten wir uns leisten. Okay. Arzt, Sanitäter, Munition und Medikit. Ausrüster könnten wir uns dementsprechend Ausrüstung craften. Da weiß ich noch nicht wirklich, wofür man die einzelnen Sachen braucht und ob dann ob es nicht notwendiger ist, die Materialien für was anderes zu sammeln als für eine Hose oder sowas. Sollte das wirklich jemand machen, der sich da besser auskennt. Wächter schützt vor Bedrohungen. Also der, ja, der wacht quasi. Machen wir vielleicht das mal bei ihr. Habe ich noch nie ausprobiert. Aber probieren wir das mal. Und Hank? Was kann Hank für Jobs? Ja, da nichts Besonderes. Dann geh du auch mal jagen. Essen schadet nie, vor allem wenn wir echt viele Leute sind. Na gut, dann schauen wir mal zum Funkturm.
warte auf den nächsten Morgen. Gut, das haben wir erledigt, brauchen wir nicht mehr machen. Dann haben wir im Moment gar keine Quests, dann können wir einfach so kämpfen gehen. Wir haben uns schon den Highway angeschaut, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch den Wald. Tagsüber war ich schon. Highway bei Nacht ist auch ganz stimmig. Aber schauen wir uns noch den Wald an, dass ihr den auch noch seht. Wald bei Nacht. Auch wenn ich glaube, dass da richtig... Ja, da fängt schon mal an. Gebiet 1 und schon Level 3 Gegner. Ja, heftig. Heftig, heftig. Ah, ich finde das sehr atmosphärisch. Also, sieht schon echt ganz geil aus. Durchbrechen. Du nimm dir den untoten Wolf am besten. Die sind schon stärker. Sanitäter bringt bei dir was. Ja, mach mal Sanitäter. Bill. Bei ihr durchbrechen, Beinschuss, Nagelfalle. Ja, mach auch Sanitäter. Ja, sollte das eigentlich auch gleich noch machen. Ja, und das ist halt so typisch Rundenstrategie, wie man schon merkt. Erst kommen wir dran, dann der Gegner. Nahkampf. Okay, dafür fehlen uns noch die Ability Points. Dann mach auch noch du einmal Kampfbereitschaft. Einmal die Ability Points erhöhen. Er hat jetzt eine höhere. Er kann jetzt den Eliminator machen. Eintritt mit 50% physischen Schaden besteht die Chance, dass der Gegner bewusstlos zu Boden geht. Das ist vielleicht am besten. Oh, machen wir gleich den Wolf. Ja, sehr schön. Da ist er down. Für zwei Runden sogar bewusstlos. Jetzt kann man es natürlich taktisch spielen und kann sagen, in dem Fall kämpft man gegen den, der am Boden liegt, oder man kümmert sich mal um die anderen beiden, die Schaden machen können. Ich würde erstmal sagen, den ausnocken, weil das ich auch nicht verteidigen kann in dem Moment. Das Anfeuern ging wohl nach hinten los. Empfindlicher Angriff. Schlagkombination aus drei Treffern mit 70% physischen Schaden. Erhöhter Schaden gegen benommene Gegner. Ja, dann machen wir das. Dann ist der down. Was ist denn bei ihm schon wieder? Er hat nicht genug Munition. Das war die Geschichte mit der Munition, dass uns die gerne ausgeht. Machen wir den zweiten Wolf. Auch wenn von ihr sogar mehr Dingens ausgeht, mehr Gefahr. Ah, der Wolf hat weniger Lebenspunkte. Und auch der kann heulen und seine Kompanios quasi mitbefeuern. Ist beides nicht so cool. Empfindlicher Angriff auf den Dunkelwolf. Der blockt, das war ganz praktisch vorher, dass der andere am Boden gelegen ist. Da konnte er eben nicht blocken. Dann machen wir hier nochmal durchbrechen. Das schaut auch ganz cool aus, dieses faule Erbrechen. Wieder ein bisschen grüne Suppe so herum suppt. Machen wir den Eliminator. Sehr schön, das klappt. Wenn man dann der Ärztin hat, kann man so einen Moment auch prima nutzen, um sich einmal schön durchzuheilen. Aber in dem Moment machen wir einfach noch mehr Schaden, bis die dann drauf geht. Boah. Die Gruppe findet bei einer Abzweigung einen Eingang zum Schuppen. Ein idealer Ort, um nach Utensilien Ausschau zu halten. Entweder weitergehen oder Schuppen erforschen. Na klar, machen wir erforschen. Fallen und Munition. Techniker-Munition. Sehr geil. Ich glaube, dass wir
noch Techniker-Munition haben. Ja, rüsten wir uns die mal aus, dann zeige ich euch das auch noch. Denn mit ihm habe ich zumindest Technik auf 1 geskillt. Was ist eigentlich bei den anderen? Ja, die haben noch keine Skillpunkte freigeschalten. Munitionstechnisch. Weißt du was? Er kriegt die Glock dabei. Pistolen, Sturmgewehr. Pistolenmunition, genau. Das war's. Und den Burger gibt's noch. Der Burger regeneriert Gesundheit. Automatische Schrotflinte, Schrotpatronen, Messing. Wie war denn dein... Du bist mit der Schrotflinte eh ganz gut unterwegs. Dann nimm doch die automatische Schrotflinte. Und die Schrotpatronen Messing. Kannst die kombinieren. Dann hast du 10. Dann machst du wieder Schaden. Nicht nur im Nahkampfknüppel. Er hat keine Munition mehr. Dann nimm du die Munition. Und sie hat... auch keine Munition mehr. Es geht halt echt sauschnell aus. Die Muni. Schauen wir mal, ob sie besser ist mit der Pistole. Als er. Ne, gleich gut. Aber er ist halt im Nahkampf eine Bombe. Ja, komm. Dann machen wir es wieder anders. Dann leg du die Munition ab. Bisschen friemelig finde ich das Inventar schon, muss ich sagen. Merkt es ja wahrscheinlich auch gerade. Das ist noch am Tag 10. Ich weiß nicht, wie viele Tage man da spielen kann. Und wie komplex das noch wird. Wie voll es noch wird. Level 4. Gegner. Aber gut, wir sind jetzt auch ein bisschen besser ausgerüstet. Wir können wieder rumschießen. Der Dunkelwurf ist schon angehittet. Und wir können einen Molotow-Cocktail schmeißen, dann zeige ich euch das auch gleich mal. Auf den Untoten in der Mitte zum Beispiel. Und der brennt dann, wenn es klappt, in dem Fall leider nicht. In dem Fall leider nicht. Gut, 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 sehr schön. Hat scheinbar sehr gute Reflexe. Die anderen sogar noch größere. Sie kann das nicht schmeißen, weil sie keine Techniker-Munition hat. Und das braucht man, um das zu schießen. Schießen wir mal mit der Schrotflinte auf alle. Das ist immer ganz praktisch. Pistole, Beinschuss auf den Dunkelwolf, der fast tot ist. Sehr schön. Die Wölfe sind auch ganz fies, die können auch ein Ziel ausmachen, dem sie dann besonders viel Schaden zufügen. Ich probiere den Molly noch einmal, und zwar auf den Dunkelwolf. Hat geklappt. Der brennt pro Runde und kriegt physischen Schaden. Das heißt, um den brauchen wir uns gar nicht mehr kümmern. Wir können jetzt den untoten Wolf angreifen und der andere tötet sich dann eh selber. Na gut, dann machen wir es. Wenn wir schon keine anderen Gegner mehr haben. Siegreich, Level 2, wir bekommen Materialien. Hier entdeckt einen schwer angeschlagenen, hungrigen Jungen. Er bittet um Hilfe. Das hatte ich schon mal in dem Durchgang auch. Man kann ihm jetzt Rationen geben, medizinische Hilfe anbieten oder ignorieren und weitergehen. Ich habe ihm beim letzten Mal geholfen. Machen wir das jetzt auch wieder. Wir haben genug Nahrung. Junge geht es besser, möchte aber zur Familie zurückkehren und gibt uns Munition. Ich glaube, das hat er beim letzten Mal auch gemacht. Genau dasselbe. Ganz nice. Schöne Munition. Pistolenmunition, Feuer. Ja, die nehmen wir gerne. Und die können wir dann auch gleich ausrüsten. Bei ihr. Und dann geben wir ihm die normale. Ja, sehr nice. 15 Schaden macht die. Und die macht 25 Schaden. Cool.
Die müssen wir uns auch gleich noch anschauen. Die da hinten nagt wieder jemand. Aber es sieht einfach super stimmig aus, finde ich. Ich meine, es ist ganz witzig, dass das so eine Rundenstrategie ist mit Zombies. Das passt so gar nicht zusammen. Dass die Zombies halt einfach ewig warten, bis sie attackieren. Aber gut, das ist halt das Spielkonzept. Von den Welten her sieht das schon sehr imposant aus. Mir hat der Molly gut gefallen. Eventuell auf dem mittleren Dunkelwolf. Der hat beim letzten Mal schon gerne gebrannt. Dann zeige ich euch noch den Brandschaden pro Runde. Billy Boy. Streuschuss auf alle. Gut, doch kein Brandschaden pro Runde. Die gehen aber auch schnell drauf. Bei ihr zeige ich euch jetzt noch die neue Muni. 102 Schaden. Geil. Schon ganz schön. Und man glaubt, dass es am Anfang immer so schön weitergeht und dass es gar kein Problem gibt in dem Spiel. Dass es easy ist. Ja, da kommt man ins Gebiet 20 und hat dementsprechend schon zu kämpfen. Ihr findet eine Kiste. Sie ist unverschlossen. Öffnen wir. Nützliche Dinge. Schrotpatronen Gold. Hallöchen auch. Schrotpatrone. Da wissen wir ja, die hat der Billy ganz gerne. Also kriegt der goldene Schrotpatronen, die sind doch um einiges geiler. Sehr schön. Bin jetzt am überlegen, ob ich da noch weitergehe oder ob ich wieder zurückkehre. Einfach um eventuell noch eine Quest zu bekommen am nächsten Tag und um den Funkturm und so weiter abzuschließen, um uns aufzuleveln, eventuell auch dann die Leute wieder durchtauschen zu können. Machen wir vielleicht noch eins. Oh, stimmig, am Lagerfeuer. 115, du hast Immunität. Der Wüter war, glaube ich, fies. Greift nach der Aufladezeit ohne Rücksicht auf Verluste an und sein Opfer K.O. schlagen können. Doppelkralle. Mach dich mal kampfbereit. Er schießt auf alle Feinde. Sie schießt mit der Muni auf den Wüter. Geil. Macht schon richtig viel Schaden. Er kann den empfindlichen Angriff schon machen. Gut. Gut, gut, gut. Zweimal uneffektiv. Naja. Ah, den Risk sollten wir auch so down kriegen. Sehr nice. Werkzeuge passt. Weiter. Ein Bunker. Im Bunker ausruhen. Praktisch. Gruppe ruht sich aus und fühlt sich danach viel besser. Das ist halt auch sehr randommäßig. Mal kommt ein Bunker, mal kommt ein Lastwagen zum Durchsuchen und so weiter. Mal kann es gut gehen, mal nicht. In dem Fall sind wir wieder schön ausgerüstet und ausgerastet. Können wir eigentlich noch weitergehen? Dann kann ich euch nämlich eventuell auch noch stärkere Gegner zeigen. Schmeißen wir mal eine Molly auf eine Cheerleaderin, weil die Krankenschwester ist eh gleich down. Die dritte hier. Geblockt, ne? Sehr nett. Das finde ich nicht sehr nett. Der Streuschuss ist natürlich super gegen drei Gegner. Da haut's der so richtig rein. Da haben wir noch die Krankenschwester platt. Dann kann die keinen Move mehr machen. Anfeuern. Erhöhte Stärke. Wird um 50% erhöhte Stärke. Was mir so ein bisschen fehlt, ist die Übersicht, wie bei Final Fantasy zum Beispiel, wer wann angreifen kann. Also, Cheerleader, dann du, weil sie auch die erhöhte Stärke gehabt haben.
Also man sieht eigentlich nicht, wer jetzt als nächstes drankommt zum Kämpfen. Es wird da zwar hervorgehoben, aber das war's dann auch schon. Man kann sich's eigentlich nur merken, dass es von unten rauf geht und dass dann der Gegner drankommt. Aber es gibt zumindest keine Anzeige auf der Seite, wo dann die Profile durchrattern und man dann gleich sieht, ah, alles klar, jetzt kommt der als nächstes und deswegen kann ich noch die und die Fähigkeiten nutzen, bevor jener welcher drankommt. Und wir wagen uns immer weiter in diesen tiefen Wald hinein. Molly auf die Cheerleaderin. Schrotflinte auf alle Feinde. Bei 3 bietet sich das halt mega an und macht echt viel Schaden. Und der untote Wolf da hinten wird mal ausgeschalten. Ah, genau, sie kriegt Brandschaden, dann sehen wir das auch endlich mal. Brandschaden pro Runde. Ein Schuss auf den anderen untoten Wolf. Dann noch einmal durchbrechen beim untoten Wolf. Nahkampf, untoter Wolf. Sie kriegt wieder Brandschaden. Genau. Mark erschüttert das Geheul. Gesenkte Stärke, gesenkte Wahrnehmung, gesenkte Reflexe, stark gesenkte Intelligenz. Okay. Na gut, dass der keine Intelligenz braucht. greifen wir noch den Wolf an. Und sie brennt noch. Dann finishen wir sie noch. Sehr nice. Fallenteile. Fallen habe ich noch nicht ausgelegt. Ich habe nur mal einen Gegner gesehen, der die verwendet. Ein Hund, der vor Schmerzen jault, versucht sich aus einer Falle zu ziehen. Befreie ich mal den Hund. Oje, ich habe gerade die Idioten, die sich mit Medizin nicht so gut auskennen. Aber probieren wir es. Beim letzten Mal hat es nicht geklappt. Und versucht ihn zu befreien. Ah? Zu ungeschickt, oje. Das Jaulen wird immer lauter und lockt Untote an. Schade. Wäre natürlich witzig, wenn man sich einen Hund zum Beispiel auch anlachen könnte, wenn der mitkämpft. In dem Fall hat es aber leider nicht geklappt. Horde erhält einen Stärkebonus von 25 durch jeden weiteren Verbündeten. Und die können manchmal nach Verbündeten rufen. Mittels Schrei weitere Untote anlocken, wenn er getroffen wird. Machen wir mal den Schlipsträger. Der wird zwar gleich getroffen, aber ich glaube, es können maximal 3 Gegner da sein. Und wenn ich den jetzt zuerst gekillt hätte und den dann nochmal treffe, dann wären es ja wieder 3 Gegner. Also ist meine Logik zuerst auf den Schlipsi zu gehen. Und den down zu kriegen. Ja, zum Glück kommt hier kein 4. Gegner dazu. Flatsch. Sehr schön, sehr schön. Das mache ich am liebsten. Molly habe ich euch schon gezeigt. Ja, Ärzte haben wir gerade keine dabei. Und der Passant geht auch noch schön drauf. Gut, gut, gut. Level up. Nahkampf. Ich werde bei ihm jetzt auch mal Survival erhöhen und Wachsamkeit, so wie ich das da bei meinem Offscreen-Charakter gemacht habe. Das ist nicht schlecht. Das kann man immer brauchen. Plündern, genau. Ja, die Gegner werden immer stärker, machen immer mehr Angriffe. Und wenn man dann nicht ein tolles Heil-Item dabei hat oder eben einen Heiler, dann kann das schon ganz schön an die Gesundheit gehen. Wahrscheinlich ist es cleverer, bei solchen
Quests, wo man keine, also an solchen Tagen, wo man keine Quests hat, einfach mal zu Hause zu bleiben und sich einen Tag verstreichen zu lassen und sich hochzuheilen wahrscheinlich. Aber ich wollte einfach mal die Chance nutzen und euch da ein bisschen was zeigen. Aber ich sag nur, wenn man ein Let's Play macht, dann macht das wahrscheinlich am meisten Sinn. Dass man nicht ohne Quest irgendwo ganz weit tief reingeht. Techniker 70 und 70 und der. Achso, der Schlipsträger ist wieder der Typ, der die Leute anlockt. Na dann. Wieder zuerst auf den Schlipsi. Schrotflinte wieder auf alle. Was ich nicht genau weiß, ist, ob der dann auch drei Munitionen verballert. Ach, fast down. Da bin ich mir nämlich nicht ganz so sicher. Wenn der dreimal schießt. Oder ob das quasi aus einem Schuss kommt. Und das ist down. Das ist der zweite down. Und der dritte. Sehr geil. Wir entdecken ein Lager. Snacks und Ausrüstung. Lager plündern. Und kriegen Fallenteile. So viel zu Snacks. Einen Burger hätten wir mit, um uns notfalls heilen zu können. Ich werde mal mich kampfbereit machen, um mal wieder meine Nahkampfskills auspacken zu können. Schrotflinte auf alle. Das ist einfach zu geil. Und die untote Krankenschwester können wir gleich ausnocken. Geil. Die erbricht sich wieder. Oh, wie cool das ausschaut mit diesem Säurennebel da. Ich bin schon ganz begeistert von dem Spiel. Down. Die 10, da sind wir bei der Hälfte. Eventuell wäre cool, wenn wir halt wieder einen Bunker finden und uns wieder aus hochheilen können. Ja, und zum Projekt an sich, zu kurz gezeigt und lang gespielt, da könnt ihr mir auch gerne die Kommentare natürlich da lassen. Ich werde es jetzt nicht ewig spielen. Ich werde nicht mehr lange machen. Aber lasst mir gerne die Kommentare da. Es ist der erste Versuch, den ich habe. Einfach weil ich mir dachte, es ist ein cooles Spiel. Ich möchte es auf jeden Fall herzeigen, möchte auf jeden Fall was dazu machen. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob es für ein Let's Play reicht und taugt. Und das ist irgendwie die ideale Möglichkeit auch, um das für mich festzustellen, ob ich mega gehypt bin und unbedingt da dabei bleiben möchte. Und natürlich auch, um von euch zu sehen, was da zurückkommt, ob ihr begeistert seid vom Spiel. Und natürlich, naja, ja, das war jetzt der Fail, den Schlipsträger nicht gleich anzugreifen. Das war jetzt der Fail. Ah, den mal platt. So. Und vom Prinzip her müsst ihr mich einfach wissen lassen, wie euch das gefällt. Ob ihr wollt, dass ich das ein bisschen anders präsentiere. Gefällt es euch genauso, wie es ist? Ist das erste Mal. Also, seht's mir nach, wenn das noch nicht. Wenn das Konzept noch nicht hundertprozentig steht, aber ich glaube, da können wir was Cooles bauen draus. Ich glaube, das ist eine coole Idee mit kurz gezeigt und lang gespielt. Ah ja. Looter. Ihr verliert 10 Materialien. Na, sehr schön. Dafür einige Gebiete verfolgen.
Hallo, kann ich nicht sagen ja oder nein? Na gut. Scheinbar nicht. Das Leben geht noch. Ich warte noch auf den Moment. Oh, da liegt schon einer am Boden. Das ist natürlich sehr praktisch. Da prügeln wir doch gleich einmal ein auf den... Machen wir einen normalen Angriff. Erwachender Gefangener, der am Boden liegt. Alles klar. Streuschuss auf alle Feinde. Uneffektiv. Wie er einen Boost bekommt, obwohl er am Boden liegt. Ah, der hat schon... Die haben schon ganz schön viel Leben. Nicht schlecht. Jetzt wacht er auf. 180, 225 sogar. Level 5. Krass, krass, krass. Empfindlicher Angriff. Auf den mit der gesenkten Verteidigung. Genau. 40, 40. Gut. Den haben wir bald down. Pistole, Beinschuss. Schauen wir mal, wie viel Schaden das macht. Du hast Immunität, erhöhte Reflexe und erhöhte Ausdauer. Ja, dann machen wir deinen Mate. Kotzpfütze. Aha. Nahkämpfer werden bei Angriffen mit 100% Feindschaden getroffen und vergiftet. Okay. Das wäre so ein Punkt, dass man den nur mit einem Fernschaden angreifen darf. Da muss man halt auch immer wieder aufpassen, was die da gerade zaubern. Ganz cool gemacht. Schauen wir mal, ob wir den zu Boden legen können. Ja, zu viel Reflexe. Der Tritt war leider auch nicht erfolgreich. Dann können wir nur mit brachialer Gewalt niederringen. Also ganz cool gemacht, dass man da auch ein bisschen aufpassen muss, was der Gegner gerade zaubert. Ob er zum Beispiel eine Falle auslegt oder wie in dem Fall auf den Boden kotzt. Ein Bunker. Im Bunker aus uns. Sehr geil. Sehr gut. Fühlt sich danach viel besser. Ja, eindeutig. Vielleicht schaffen wir es sogar ans Ende vom Gebiet. Und dann könnte ich euch noch einen Bosskampf zeigen, aber ich kann es euch nicht versprechen. Erstens ist die Folge dann doch schon ziemlich lang. Und ich wollte die eigentlich kürzer halten. Physischer Schaden, Wut entladen, da kriegst du erstmal eins in die Fresse. Und zweitens dauert es halt doch noch ein bisschen, bis wir dann dort sind. Also eventuell ist es dann auch eher was fürs Let's Play. Sollten wir es machen. Und das war dann im Grunde schon der einfache Teil für mich. Oh ja, toll, legt euch beide hin. Also, einfach bezüglich ja, ich hätte einen Zombie machen sollen. Gleich. Okay, ist eh down. Gut. Einfach bezüglich der Produktion, weil das ganze Zusammenschneiden jetzt dann noch aus der 1,5 Stunden Session und dann nochmal drüber zu vertonen, das liegt mir so gar nicht. Bin ich immer super mies darin. Das kann ja was werden. Aber da muss ich durch. Das ist Part des neuen Konzepts. Sehr schön. Lager plündern, genau. Nehmen wir uns Gold. Schon weiter. Wir sind ja fit.
Das ist kein Problem. Drei Gegner, gute Lebenspunkte, dann macht Sinn, erstmal nicht genug Munition. Oi, alles klar. Warte. Dann greif wieder auf deine Schrotpatronen zurück. Wie sieht es denn eigentlich bei ihr aus? Sie hat noch Munition, okay. Sehr gut. Keine Kampfskills dazu gewonnen, leider. Oh, er visiert uns an. Erhöhte Verteidigung, kann man nicht ganz vorstellen. Der kritische Trefferchance. Techniker, nicht genug Munition. Habe ich keine Techniker-Munition mehr? Fallenteile. Ah. Keine Techniker-Munition mehr, schade. Keine Mollys mehr, die waren ganz cool. Ja, dann mal ein Beinschuss. Immunität. Erhöhte kritische Trefferchance. Dann machen wir mal den Polizisten. Wenn der besser reinhaut, dann machen wir den zuerst platt. Hat auch am wenigsten Lebenspunkte von denen. Uneffektiv. Durchschlagender Schuss. Alle Feinde. Okay. Ja, mhm. Ach komm, 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 ey, wegen 4 Lebenspunkten lebt er noch. Unfair. 5 Lebenspunkte, ja komm. Warte. Empfindlicher Angriff gegen irgendeinen anderen. Gegen den zweiten da. Gut, einer weg. Einer weg. Beinschuss. Er wieder. Empfindlicher Angriff auf den Grenadier. Geblockt und uneffektiv. Zah. Zah. Dann gibt's im Nahkampf eine, der ist eigentlich eh ganz gut im Nahkampf auch. Uneffektiv und trotzdem down. Gut. Durchbrechen brauche ich nicht mehr. Da reicht ein normaler Angriff. Denn seine Verteidigung ist ja schon ein bisschen down. Boah, 84 kritischer Schaden. Gut. Softdrink und Level Up, sehr gut. Softdrink erhöht die Lebensregeneration. Wir haben wieder ein Level Up. Was mache ich mit ihr? Ein Medizinskill. Sie ist, glaube ich, die Pistolentante, ne? Die Technikerin auch. Ach, jetzt fehlt mir der eine Skill. Ja, okay. Naja, egal. Komm, lernt Techniker auch noch. Billy Boy. Die Schrotflinte. Irgendwie ist der Billy, kommt mir der sehr auf Wachsamkeit vor. Wird das mal bei ihm sehr erhöhen. Billy Boy, der kann das, der hat das drauf. Softdrink nehmen wir natürlich mit. Und wir dringen vor zu Gebiet 14. Da liegt schon einer am Boden. Den klatschen wir doch gleich mal einer rein. Alle Feinde kriegen einer mit der Schrotze. Beinschuss auf den am Boden. 192! Oh! Ja, kann man mal machen. Kann man mal machen.
Nicht schlecht. Er ist wieder unser Nahkämpfer. Was kann denn der infizierte Gefangene? Ranzige Arten. Festbeißen. Selbst verletzt. Aber zusätzlich selbst verletzt. Okay. Dann nehmen wir den Infizierten erstmal. Der dürfte eh schon eine gesenkte Verteidigung haben. Schießt noch einmal auf ihn. 84, boah. Ja. Ein Schuss macht schon einiges aus. Aber ganz witzig bei dem Spiel. Ich habe gestern nur mal. Ich wollte nur mal kurz reinschauen und bin da doch lange hängen geblieben. Ich hatte es ja schon mal als Let's Play-Kandidaten überlegt. Hab's dann aber ein bisschen aus den Augen verloren. Weil dann andere spannende Spiele rauskamen. Und eben gestern wieder mal durchgeschaut durch meine Steam-Bibliothek und dachte, guck ich mir mal an. Bin dann eben echt hängen geblieben. Boah, ihr seht schon. Wir haben uns gerade erst geheilt und sind schon wieder angeschlagen. Die Gegner sind einfach immer stärker hier. Bunker, ja, Bunker ausruhen, ja. Perfekt, danke. Ja, und bin dann da hängen geblieben. Und bin einfach voll motiviert, da weiterzumachen und die zu killen. Schlipsträger, kriegst du den down? Ja, gut. Der andere müsste auch gleich sterben. Mit seinen 14 Lebenspunkten. Und Billy Boy macht die Krankenschwester. Ist natürlich, ich meine, Spiel kann nur gut sein, wenn man da Krankenschwestern und Cheerleader drinnen hat und vermöbeln darf. So, hat er kaum mehr Leben. Schattenschild! Oh, das ist natürlich fies. Schattenschild ist natürlich böse. Ist das jetzt immer noch aktiv? Nee. Schattenschild verhindert nämlich Angriffe. Das ist echt fies. Tatsächlich scheint er den Gauner gefunden zu haben, der Gruppe heimtückisch bestohlen hat. Okay. Können jetzt entweder angreifen oder weitergehen. Angreifen und uns quasi die Materialien zurückholen. Okay. Gut. Es sind nur zwei Gegner. Ein Molly schadet mal nicht. In your face, Frontkämpfer. Bei der Frontkämpfer wäre es natürlich praktisch, dann eine Mine oder sowas auszulegen. Streuschuss. Oder eine Falle. 27 auch nur. Aufladender Schuss. Ja, den wollen wir lieber nicht erleben, den aufladenden Schuss. Den machen wir lieber davor noch fertig. Billy Boy. Ach komm. 5 Lebenspunkte. Gut. Bärenfalle. Ah ja, gut. Das ist so eine Falle. Oma, wenn man rankommt, Nahkampf, kriegt man Fallschaden und eine Blutung. Beides nicht so geil. Molly, habe ich keine Munition mehr. Ja, gut. Das ist natürlich toll. Dann müssen wir da einfach ein bisschen umschießen. Und ich hoffe, jetzt kommt nicht alle 3 Sekunden irgendjemand online. Das wäre schon ganz nice. Weil das kommt leider alles in die Aufnahme. Ich habe es nämlich nicht geschafft, das OBS so weit einzustellen, dass es nur das Spiel aufnimmt. Das hat sich nämlich dann geweigert, das im Vollbild aufzunehmen. Aus dem Grund seht ihr jetzt auch die Achievements, und wenn irgendjemand meint, alle 3 Sekunden online kommen zu müssen. Leider. Gut. Nächstes Gebiet. Da liegt wieder ein Gefangener am Boden. Zu cool,
zu cool. Das nutze ich gerne aus. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, ob wir was bekommen haben dafür. Hohohoho. 192, das ist einfach zu krass. Das macht Spaß. Das macht Laune. Ah ja, wir sind alle vergiftet. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn wir was machen, ist so ähnlich wie wenn wir Brandschaden hätten. Jedes Mal, wenn wir angreifen, kriegen wir auch eins aufs Fressbrett. Der dann quasi die Runde für den Charakter vorbei ist. Durchbrechen. Machen wir das mal. Schrotflinte. Haben wir keine Munition mehr? Müssen wir gleich nochmal ändern. Schon mal gleich im Rucksack. Billy Boy, du brauchst Schrotpatronen, Munition. Gewehrmunition Messing, das ist doch für die Uzi normalerweise. Für das Sturmgewehr. Sturmgewehr kann nur keiner von euch, so richtig. Wie sieht's mit normaler Munition aus? Haben wir da noch irgendwas? Nö. Okay, dann nimm das und nimm das. Dann greifen wir zu unkonventionellen Mitteln. Sollte gleich drauf gehen. Sehr schön. Level 16 Erfolge hier aufgestoßen. Boah, wir kriegen ganz schön aufs Maul. Viel medizinische Hilfe haben wir nicht. Das macht nicht so viel aus, diese 15% und die 5%. Und noch geht's auch ohne. Verschlossenes, verlassenes Haus. Okay. Schloss knacken. Dafür braucht man jetzt diese Skills. Gut, dass wir den Bill erhöht haben auf Wachsamkeit. Stufe 60. Versucht das Schloss zu knacken und... Patronenhülsen. Crafting-Material leider. Patronen direkt wären uns natürlich lieber, weil die könnten wir jetzt gleich einsetzen. Und das Crafting-Material, ja, da müssen wir warten, bis wir daheim sind, dass wir die verwenden können. Schrotflinte mal auf alle drei ballern. Du nimm mal das Sturmgewehr, zeig uns mal, was du damit drauf hast. Naja. Naja. Hat einen zusätzlichen wachsamen Instinkt. Der wird ihm aber nicht mehr ewig helfen. Da ist er down. Bei ihm Immunität. Trotzdem kritisch. Gut, Sturmgewehr. Dann wissen wir ja, wen wir angreifen. Okay. Nur gegen gewisse Sachen immun. Empfindlich Angriff auf den Grenadier. Uneffektiv, uneffektiv. Aber jetzt... Sehr schön, bevor die nächste Runde anfängt. Dann haben wir nur noch den einen Gegner hier. Da durchbrechen wir mal die Verteidigung. Achso, stimmt, der war immun gegen Hinlegen. Da war ja eine Sache. Aber durch die miese Verteidigung sollte er jetzt gleich drauf gehen. Sehr nice. Dunkelheit, Lager plündern. Fallenteile können wir leider auch nur im Lager ausrüsten. Der liegt am Boden.
Wutanfall. Bei jedem Treffer gegen sich wächst eine eigene Stärke um 10. Okay. Aber irgendwann muss man angreifen. Machen wir Sanitäter. Dass du bald die super Angriffe machen kannst. Streuschuss auf natürlich. Ah ja, das, da sammelt sich dann die Wut. Versteh schon. Oh ja, den macht man gerade so richtig wütend. Jetzt steht er auf, jetzt ist er sauer. Sagt er, das hat er alles gespürt. Uneffektiv, uneffektiv. Und kriegt noch einmal Wutanfall. Durchbrechen wir den noch? Na, das bringt leider auch nichts. Oh je. Okay, wenn der gleich drankommt, dann gibt's aufs Maul. So. Mundumschlag. Okay. Jeder mal 30 Schaden bekommen. Eliminator. Eliminator nehmen wir gegen den dritten da hinten, würde ich sagen. Naja, so eliminatorisch war das gar nicht. Machen wir noch den ersten Platz. Sie schießt mit dem Sturmgewehr auf den dritten. Ach komm. Uneffektiv, uneffektiv, ja, ja. Ranzige Arten. Anzigarten, das mag ich gar nicht. Eliminator war erfolgreich. Oh je, die Lebenspunkte gehen ganz schön runter bei denen. Ich würde sagen, entweder wir schaffen das oder wir sterben halt einfach. Das wäre dann auch. Dann kann ich euch nämlich noch das Level-System hier zeigen. Das wäre auch eine Idee. Jetzt sind wir schon so weit, da umzukehren. Sehe ich auch nicht an. Das ist schon verflucht schwer. Seht ihr ja selber. Es wird einfach immer schwerer. Gebiet 19, wir sind fast am Ende. Medizinische Hilfe. Jagt dir mal den Burger rein. Erhöht da sein Leben. Oh, wir haben sogar noch einen Burger. Gut, gut, gut. Den brauchst du auch. Und den Softdrink brauchst du auch, weil wenn er stirbt, ist es generell zu Ende, das Spiel. Also muss ich schauen, dass er auf jeden Fall überlebt. Vorletztes Gebiet. Was macht ihr denn da miteinander, ihr Zombie-Tanten? Starke Verteidigung. Immunität. Okay. So, habe ich noch irgendwas Interessantes? Irgendeine Muni? Nee, da gibt es nichts, was ich verwenden könnte. Schade. Schade, schade. Mir geht die Muni komplett aus. Oh, Billy stirbt bald. Ich gehe auf die Cheerleaderin da hinten. Ah, warte, Schrotflinte erstmal. Gegen drei Gegner immer super. So, bei ihr Sturmgewehr. Sie hat auch keine Sturmgewehr-Muni mehr. Ernsthaft? Hatte sie doch noch. Ja, genau. Ach, okay, gut. Sie überspringt dadurch auch einen Zug. Okay. Ja, weiß ich das jetzt auch. Oh, 96, gut. Streuschuss.
Wir haben nicht mehr allzu viel Leben. Sie vor allem nicht. Gut, 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 gut. Wichtig, wichtig, wichtig. Empfindlicher Angriff. Geblockt und... Ach komm. 4 Lebenspunkte. Geht down. Sehr schön. Yes, yes, yes. Gut, wir sehen den finalen Boss wahrscheinlich. Jetzt gleich. Findet eine Kiste her. Versuchen zu öffnen. Wachsamkeit 60. Billy. Bitte jetzt keinen Schaden. Ich hab's geschafft. Gut, wichtig. Werkzeuge plus 1. Gut, sehr schön. Werkzeuge kriegt man recht schwer. Ja, und jetzt Gebiet 20 von 20. Jungs und Mädels. Nicht sicher, wie ich diese Spritze einsetzen kann. Keine Möglichkeit, keine Idee, wie ich die einsetzen kann. Bringt aber auch nur Reflexe. Und da haben wir Zombie-Schlechter Level 13 Boss und 2 Wölfe Level 6 und Level 7 hat er dabei. Das wird ein Ding. Das wird ein Ding. Da geht die Musik auch gleich mal richtig hoch. Kampfbereitschaft. Denn das wird ein längerer Kampf. Schrotze, solange du noch lebst. Baller raus. Coole Musik. Sturmgewehr. Auf. Machen wir erstmal die Wölfe. Geblockt, das ist gut. Passt's mal auf den Bill. Der hat nicht mal so viel Leben. Nahkampf, empfindlicher Angriff, Eliminator. Eliminator? Immunität gegen K.O. Versuch mal den Dunkelwolf zu... Schade. 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 Na gut, dann machen wir den. Erstmal. Sturmgewehr auf den zweiten. Yes! Spucken! Bäh. Dankeschön auch. Sehr nett von dir. Oh, der hat den Bill angespuckt. Billy Boy. Das wird vielleicht deine letzte Tat sein. Eliminator bringt nichts. Empfindlicher Angriff. Probieren wir mal durchbrechen erstmal. Schade. Billy. Durchschlagender Schuss. 51. Vielleicht deine letzte Tat. Okay, gut. Gut. Er geht gegen die Frau. Gut, gut. Er hat immer noch so viel Leben. Dann mach jetzt den empfindlichen Angriff. 40, 84, okay. Schrotze. 100% Streuschuss. Nochmal 74, nice. Boah, wow, solange der lebt. Also ich hoffe, der lebt länger, das meine ich. Okay. Okay, er hat den richtigen getroffen. Gut, 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 gut. Die Mucke geht voll krass steil. Voll krass steil. Ja, wir haben seine Verteidigung angekrackelt. Und hat nur noch 19 Lebenspunkte. Billy, den kannst du sogar mit normalen Angriff downbringen. Tja. Geil, Level 5 Lederschuhe. Oh, war das krass. War das krass. Du hast den Rand des nächtlichen Waldes erreicht und sämtliche Gebiete erfolgreich überlebt. Müde kehrst du ins Camp zurück. Oh ja. Oh, geil. Geil, geil, geil. Wir haben null Nahrung gefunden, ernsthaft? Okay. Untertags findet man nicht genug, da sind immer Hirsche unterwegs. Und nachts scheinbar nicht. Aber Materialien und Werkzeuge haben wir gefunden. Gut, sehr schön. Immerhin haben wir Nahrung erschaffen, durch die zurückgeblieben sind.
Den Funkturm haben wir repariert. Nebenbei. Das wird jetzt auch gleich kommen. Oh. 4 Rationen im Tausch bieten sie 20 Materialien an. Ich würde jetzt ganz gerne sehen, wie viel Materialien ich habe. Aber ja, mach mal. Mach mal. Gerne, gerne. Familie übergibt euch die Materialien und zieht glücklich weiter. Wir regenerieren 20%. Ja, Bill ist jetzt erstmal für die nächsten Tage außer Gefecht. Der Funkturm. Genau. Was haben wir bekommen dafür? Sie strahlt dich an. Grandiose Arbeit. Komm, komm, komm. Gib uns eine Belohnung. Kannst du erst heute Nacht losgehen? Funkturm ist kurz davor zusammenbrechen. Gehe nicht woanders hin, sonst war's das mit dem Turm. Oh, okay. Der Funkturm. Sammle die nötigen Rohstoffe. Warte auf den nächsten Morgen. Repariere den Funkturm in dem Gebiet 10 auf dem Highway nachts. Okay. Das heißt, deswegen müssen wir zum Highway nachts. Und müssen da auf Stufe 10 kommen. Das Gebiet 10. Wow, sehr schön, sehr schön. Gab es irgendein Level-Up? Nö, nicht so weit. Ja, Bill, der muss erstmal aus der Gruppe raus. Der muss erstmal im Camp bleiben. Xyx muss eigentlich immer unterwegs sein. Der kann nicht im Camp bleiben. Der führt die Party an. Dann kriegt der auch noch die fette Ausrüstung, da die neuen tollen Lederschuhe. Sehr schön. Hat der irgendwas an? Nö. Okay. Ja, jobtechnisch wird seine Party sich dann drum kümmern, Sachen auszurüsten. Schauen wir nochmal ganz kurz rein, so in die Skills. Ob da irgendjemand was Cooles machen kann. Jamal kann schmieden und jagen. Was ist denn, wenn du was schmiedest? Du bräuchtest... Was war denn gut? Die Schrotmunition, ne? Schrotpatronen. Schrotpatronen-Messing. Ja. Mach das mal. Der ist jetzt den Tag damit beschäftigt. Lissi. Hank. Ja, die haben alle ein zu geringes Level, so ein Ausrüster. Was braucht man für einen Ausrüster? Steht dich da? Hm. Ah, natürlich wäre es da praktisch, jemanden zu nehmen, der da gut ist darin. Na gut, die anderen sind da alle mies. Jamal ist eh schon bereit. Lizzie. Der geht's recht gut, ne? Ich würde wahrscheinlich aber eher die Lydia nehmen. Nee, Lydia ist total im Eimer. Das war die, die auf jeden Fall im Camp bleiben muss. Lizzie war, wenn mich nichts täuscht, die Ärztin. Ja, genau, das war die Sanitäterin. Ja, die kommt in die Party. Heilen ist immer praktisch. Ohne Heil-Item noch besser. Sanitätermunition wäre nicht schlecht herzustellen. Sie. Warte. Das macht aber wer anderer. Das macht jemand, der da bleibt. Das kann Billy ruhig machen. Weil sie haben eh alle denselben Skill. Dann stellt Bill die Munition her. Lydia kann sich mal die Ausrüstung anschauen.
eventuell, was braucht denn unser Xyxi noch? Er hat einen guten Helm, er hat gute Schuhe, er hat eine Handausrüstung, eine Hose bräuchte er noch. Also, Bar, Lydia, Jobs, Ausrüster, Freizeithose, glaube. Oder eine Jeans, oder? Jeanshose geht nicht. Da muss erstmal so eine Freizeithose herhalten. Gut, sehr schön. Dann mach das mal. Und Hank? Wächter? Ich bin mir nicht sicher, was Wächter wirklich bringt. Zombie-Bedrohung und Punk-Bedrohung ist doch bei 0. Wahrscheinlich kann der auch einfach jagen. Von den Waffen her. Ich krieg leider keine modifizierten Knüppel hin. Das wäre das Beste. Deswegen schau du einfach, dass wir Nahrung reinkriegen. Oh, das war jetzt fail, ne? wir brauchen nämlich irgendwen, der auch mit dabei ist in der Gruppe. Oder wir machen natürlich heute so einen Ausrasttag. Noch 2 Tage für den Funkturm. Ja, dann pfeifen wir da drauf. Das müssen wir ja nicht unbedingt machen. Dann kann die Lissi noch irgendwas anderes machen. Dann kann die Lissi noch. Na gut, ich krieg hier keine Munition mehr hin. Schmied, Arzt, Wächter, Buchsenmacher, Ausrüster, Buchsenmacher, Uzi, Knüppel, Schrotflinte, Knüppel, P9, Glockknüppel. Knüppel ist halt auch nur Level 1 bis 3. Bringt uns nicht so viel. Ja, dann komm. Jagen kann sie nicht mehr. Ausrüster. Hat er ein Unterhemd? Hat er was an? Irgend sowas hat er. Ihm fehlt eine Hose und was auch immer das hier ist. Also alles. Okay. Aber irgendwas noch herstellen wäre nicht schlecht. Dann vielleicht für wen anderen. Jobs. Ausrüster, Bandagen, Unterhemd, Käppi, Freizeithose, Flipflops, Mütze. Egal, mach. Handbandagen. Oh, mach du auch eine Hose, schauen wir mal, was die bessere Hose ist, die dann rauskommt. Hinweis: Ja, Charakter ist Mitglied der Party. Genau, passt ganz gut. So, und der letzte. Der kann natürlich auch noch irgendwas machen. Sanitätermunition geht nicht. Buchsenmacher. Auch du, glaube ich, schaffst es nicht. Nee. Also ist der Hammer schon. Schmied. Pistolenmunition, eventuell. Ja, mach du eine Pistolenmunition. Ja, passt. Und wenn Xyx was ausführt, endet der Tag. Crafting Meister. Funde 0, ja passt schon. 11 Nahrung verbraucht. Wahnsinn. Materialien gegen Rationen. 2 Hammer. Gerne. Gut. Übergibt euch Materialien und zieht glücklich weiter. Wir regenerieren 20 Lebenspunkte. Wachen für das Camp, der Angriffe abwehren, tötet Zombies, Krankenschwester tagsüber, okay, Krankenschwester tagsüber töten, nichts lieber als das. Wir haben 3 Tage Zeit und den Funkturm müssen wir heute machen, auf dem Highway nachts. Schade, das wäre ganz geil, wenn das dasselbe wäre. Dann ja, wäre das natürlich easy. Level up. Und die Ausrüstung, die wir uns gemacht haben. Können wir uns gleich mal aus Hosen auswählen. Level 2.
Level 1. Rüsten wir uns doch mal die tolle Hose hier aus. Und wer auch immer noch mit dabei ist, Jamal mal auf jeden Fall. Jamal und Liz. Genau. Jamal kommt in die Party. Und Liz kommt in die Party. Und du nimmst doch die Hose. Lizzie. Glock, Glock, Munition. Du hast noch Munition dabei. Ganz gut. Ich habe ja auch gerade noch diese, genau, Sanitätermunition. Die kannst du gerne ausrüsten. Das wäre super. Gut, Xyx hat ein Level Up. Das ist sehr nice. Dann kriegt der Xyx noch Survivor. Jamal hat ein Level Up. Ist auch gut in Survivor. Sturmgewehr. Machen wir bei dem noch Max. Und die Lizzie, ja, die ist eigentlich auch gut im Sturmgewehr. Wird mir wahrscheinlich bald die Muni ausgehen. Mach du mal auf jeden Fall noch Medizin. Kannst du brauchen. Und Sturmgewehr, komm, das eine haben wir dann auch noch zur Verfügung. Wachsamkeit kann nicht schaden. Ja. Gut. Ja, ich würde sagen, damit lasse ich es eigentlich jetzt gut sein. Ich glaube, ihr habt einen guten Überblick bekommen. Sollen wir uns noch was anschauen? Sollen wir uns noch den Funkturm anschauen? Aber es ist halt auf Gebiet 10. Es ist halt dann doch sehr weit drinnen. Den Highway haben wir uns eigentlich schon angeschaut. Ich glaube, ich lasse es gut sein. Ja, wir haben jetzt auch 2 Stunden. Also... ich glaube, das passt ganz gut. Damit ihr mal einen Einblick bekommen habt ins Spiel. In Dead Age. Das war das erste, kurz gezeigt, lang gespielt. In dem Fall das lang gespielt. Ich darf mich jetzt ans Zusammenschneiden machen. Und uns Text überlegen. Für kurz gezeigt. Ja, und dann lasst mich gerne wissen. Wollt ihr wissen, wie es weitergeht mit unserer lustigen Survivor-Truppe, die ja doch schon relativ groß ist, dann lasst mich das gern wissen, schreibt es in die Kommentare rein, auch was ihr zum Konzept denkt. Ja, und da würde ich sagen, war's das. Die nächsten sind dann eher kürzer, würde ich fast sagen, die nächsten lang gespielt, die 2 Stunden waren es doch ziemlich lang, ja? Aber ich habe mich einfach nicht loslösen können und ich wollte euch noch den Bosskampf zeigen. Also wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.